Die EZB hat einen genialen Plan. Sie will den Euro und die Eurozone retten, und zwar durch eine Art Transferunion, in dem Wohlstand faktisch von den weniger verschuldeten Ländern transferiert wird in die ziemlich verschuldeten Länder, meistens auch der Südzone der Eurozone. Und das Ganze also als eine Art Wohlstandstransferunion, die da passiert. Und dadurch glaubt also die Europäische Notenbank, würde die Eurozone insgesamt gestärkt, würde der Euro gerettet. Und meine Prognose ist, es ist genau das Gegenteil der Fall. Dieser Plan wird Unfrieden stiften, wird die Eurozone noch weiter auseinandertreiben. Warum das so ist, will ich in diesem Video mal kurz zeigen. Zunächst mal das, was die EZB vorhat mit ihrem genialischen Plan. Hier teilt man die Länder in verschiedene Kategorien ein, wie ein Insider berichtet. Dieser Insider ist sicherlich ein EZBler, der dann einem Journalisten das gesteckt hat, aber gesagt hat, sag auf keinen Fall meinen Namen dazu. Jedenfalls gibt es diese Einteilung in drei Kategorien, neutrale, die spielen in diesem ganzen Spiel nicht mit. Und dann gibt es die sogenannten Geberländer, das sind Deutschland, Frankreich und Holland. Und es gibt die sogenannten Empfängerländer, das sind Italien, Spanien, Griechenland und Portugal. Zufall natürlich, dass die letzteren alle in der südlichen Zone der Eurozone sich befinden, aber Schwamm drüber, jetzt soll also Folgendes passieren. Wenn die Märkte sagen, diese italienischen Schulden, die sind uns zu hoch, wir verlangen, wenn wir den Italienern, wenn wir dem italienischen Staat Geld leihen, dann verlangen wir höhere Zinsen. Wenn jetzt die Differenz zwischen den Zinsen, die Deutschland bezahlen muss auf seine Anleihen und den Zinsen, die Italien etwa bezahlen muss auf seine Anleihen, zu groß wird, dann sagt die EZB, stopp, das wollen wir nicht, das ist Fragmentierung, dadurch bricht die Eurozone früher oder später auseinander, sind eh böse Spekulanten, die müssen im Zaume gehalten werden. Also will die EZB Folgendes machen, sie will dann deutsche Staatsanleihen verkaufen und im Gegenzug zum Beispiel italienische Staatsanleihen kaufen, damit sozusagen die Renditen, die Zinsen der italienischen Staatsanleihen nicht allzu stark steigen. Warum macht sie das, dass sie die Deutschen verkauft? Nun ja, sie fürchtet Inflation und dementsprechend will sie sozusagen nicht noch weitere Liquidität ins System kippen, sondern im Prinzip umschichten. Wir verkaufen also deutsche Staatsanleihen, kaufen dafür portugiesische, spanische oder italienische. Klingt doch gut, oder? Dadurch wird die Inflation nicht deutlich mehr, könnte man vermuten. Und ist halt ein Plan, aber faktisch eben ein Wohlstandstransfer, denn letztendlich sorgt das dafür, dass etwa die Zinsen in Italien eher nicht mehr steigen oder zumindest nicht über ein bestimmtes Niveau, das die EZB offenkundig noch nicht öffentlich definiert hat. Und das heißt für uns etwa in Deutschland, an diesen Renditen, an diesen Zinsen für Staatsanleihen hängen ja auch zum Beispiel Hypothekenkredite. Das heißt, wenn die EZB deutsche Staatsanleihen verkauft, dann steigen latent die Renditen und die Zinsen. Wer also in Deutschland dann einen solchen Kredit haben will, der muss dafür normalerweise dann tiefer in die Tasche greifen. Das heißt, der Bürger wird tendenziell in Deutschland eher belastet, der Bürger in Italien, in Portugal, in Griechenland und Spanien eher entlastet mit der ganzen Geschichte. Solidaritätsgedanke, gut, kann man nachvollziehen, alles klar, aber schauen wir uns jetzt mal die Dinge weiter an. Warum macht die EZB das, beziehungsweise woran orientiert sie sich eigentlich? Und hier sehen wir mal die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen. Deutschland 1,38%, relativ gering. Frankreich 1,96% aktuell, ziemlich gering. Italien 3,2%, deutlich höher, war schon mal kürzlich über 4%. Spanien 2,46% und Niederlande 1,73%, Portugal 2,44% und Griechenland 3,60%. Also daran sehen wir, die EZB hat das festgemacht, wirklich an der Höhe der Renditen, der Zinsen, die die Staaten jeweils bieten müssen für ihre Anleihen. Scheint ja alles durchaus Sinn zu machen, aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich Sinn macht. Kurzer Rückblick mal noch auf die Geschichte der Eurozone. Als der Euro eingeführt wurde oder als klar war, der Euro wird eingeführt, ist sehr viel Kapital etwa aus Deutschland geflossen nach Italien, vor allem nach Spanien, dort eine Immobilienblase ausgelöst. Warum? Weil klar war, da ist eine Art Haftungsgemeinschaft der Fall, aber die Zinsen vor Einführung des Euro waren etwa in Spanien, in Italien noch deutlich höher, also ist Kapital rausgegangen, da wo es wenig Zinsen gab, aus Deutschland, und ist reingegangen dorthin, wo es noch viel Zinsen gab. Da gab es dann einen Boom, etwa, wie gesagt, die Immobilienblase in Spanien. Dann kam die Finanzkrise, wenn man so will, auch das Platzen eines Immobilienbooms in den USA, dann auch in Spanien. Dann ist das Kapital wieder in den vermeintlich sicheren Hafen geflossen,
nämlich nach Deutschland. Und seitdem ist es Deutschland relativ gut gegangen. Als das Kapital aus Deutschland abfloss im Vorfeld und mit Einführung des Euro, ging es Deutschland relativ schlecht. Man sprach damals vom kranken Mann der Eurozone und oder Europas. Und jetzt hat Draghi dann 2012 nochmal intervenieren müssen. Wir werden alles tun, um den Euro zu retten. And believe me, it will be enough. Die konkrete Drohung hat funktioniert. Und jetzt haben wir dann die glorreiche Nachfolgerin, Madame Lagarde, die jetzt kürzlich ja eingestanden hat, wir haben uns bei der Inflation verrechnet, gell? Und die Isabella guckt auch ein bisschen betröppelt. Inflation hat sie uns noch erzählt, die Madame Lagarde, im Januar, das sei doch kein Problem, vor allem die Lohnpreisspirale, die werde nicht kommen. Gestern hat sie gesagt, in Sintra bei dieser Konferenz der EZB, also ich glaube nicht mehr an einen Rückgang der Inflation, das ist ganz große Kunst, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt noch der Sahneschlag obendrauf. Jetzt, wie gesagt, will man also diese Anleihen kaufen, etwa von Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, aber nur bei solider Haushaltspolitik. Jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, diese Länder sind alle relativ hoch verschuldet, will ich gleich zeigen. Die Staaten sind hoch verschuldet, wichtiger Unterschied. Dass das da mit der Haushaltspolitik vielleicht nicht so diszipliniert zugegangen ist, aber jetzt dann plötzlich durch diese Hilfen dann disziplinierter zugehen soll. Faktisch aber ist es doch so, dass die EZB diesen Ländern zur Seite steht, faktisch die Zinsen unten hält. Was bedeutet, dass diese Länder eben gar nicht so diszipliniert vorgehen müssen. Es ist also ein Widerspruch in sich. Denn die EZB verhindert genau das, was der Markt machen würde, nämlich Länder zu bestrafen, die eine unsolide Haushaltspolitik machen. Dementsprechend gibt die EZB geradezu Anreize dazu und sagt im Gegenzug, aber nur wenn ihr solide haushaltet, und gleichzeitig gibt man, wie gesagt, den Anreiz, eben nicht solide zu haushalten. Und das ist schon mal ganz große Kunst. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, meine Damen und Herren. Was fällt auf, wenn wir uns mal die Staatsschulden auf der einen Seite der verschiedenen Länder anschauen und dann mal die Vermögen der Einwohner dieser Länder, der Bürger dieser Länder, dann sehen wir etwa Italien 135% Staatsschulden, hoch verschuldet, aber Medianvermögen pro Kopf deutlich höher als in Deutschland. Holland staatsmäßig wenig verschuldet, Medianvermögen noch geringer als in Deutschland. Das heißt, die Faustregel ist in der Eurozone, je ärmer die Staaten, desto vermögender sind deren Bürger. Das heißt, je stärker die Staaten verschuldet sind, die jeweiligen Staaten, umso wohlhabender sind die Bürger dieser Staaten, etwa die Italiener. Das wollen wir uns mal genauer angucken. Hier sehen wir mal etwa das Vermögen in verschiedenen Ländern Europas. Hier sehen wir den Wealth Median, also den Medianwert. 50% liegen drüber, 50% liegen drunter. Das ist nicht der Durchschnittswert. Der Durchschnittswert ist sozusagen der Nominalwert geteilt durch die verschiedenen Teilnehmer sozusagen dieses Wertes. Aber hier sehen wir also durchschnittlich in Italien Median. Nicht durchschnittlich, sondern Median, das ist ein typischer Versprecher, ja. Also 132.000 Euro ist das Medianvermögen der Italiener. In Deutschland 70.000, selbst Portugal liegt da drüber in der Summe, im Durchschnitt, nicht Median, Durchschnitt. Also praktisch der Durchschnittswert, da ist Italien aber knapp hinter Deutschland, und das liegt daran, dass eben die Top 10% in Deutschland besonders reich sind. Dadurch sind insgesamt eben hier diese Werte doch, was den Durchschnitt betrifft, nicht den Median betrifft, in Deutschland nochmal höher. Und was das genau bedeutet, das will ich Ihnen gleich mal in dieser Grafik zeigen. Hier sieht man nämlich die Verteilung der Vermögen, Nettovermögen in Italien wie auch in Deutschland. Und dann sehen wir da in den unteren Schichten des Vermögens geht es den Italienern besser als den Deutschen. Nur ganz oben, also 80 bis 90 und 90 bis 100%, da sind die Deutschen besser. Das heißt, dass in Deutschland der Wohlstand ziemlich ungleich verteilt ist, anders als in Italien, wo auch die eher wenig Vermögenden eben noch deutlich vermögender sind als die wenig Vermögenden in Deutschland. Das ist sozusagen das zentrale Problem, das wir hier haben. Und jetzt sagt Daniel Stelter etwa hier, der typische Deutsche ist ärmer als der typische Italiener. Nur unsere Reichen sind reicher als die reichen Italiener. Da die Lasten einer Umverteilung aber immer die Masse treffen muss, weil eben von den Reichen schlichtweg nominal zu wenige da sind,
ist es schlichtweg so, dass die Italiener da natürlich besser gestellt sind. Und dann sagt er, man muss sich vor Augen führen, dass wir Deutsche so wenig Vermögen haben, obwohl wir mehr verdienen und mehr sparen als die Italiener. Dementsprechend nochmal dieser Merksatz, wenn die Bürger wenig verschuldet sind, ist der Staat in der Regel sehr hoch verschuldet und andersrum. Also das passt nicht zusammen. Faktisch bedeutet das, dass die weniger Wohlhabenden in den wenig verschuldeten Staaten eben die stark verschuldeten Länder unterstützen sollen, deren Bürger aber nicht stark verschuldet sind. Und das schafft früher oder später Unfrieden. Das kann nicht gut gehen. Denn da würde ich mich schon fragen, als eher nicht wohlhabender, wenn ich jetzt in Deutschland ja, so gerade über die Runden komme, warum soll ich dann die Italiener finanzieren? Es geht immer auf Kosten der Masse der Leute und das schafft Unfrieden, das gefährdet nach meiner Auffassung die Demokratie. Schauen wir uns nochmal diese Statistik an. Italien etwa, BIP pro Kopf, geringer als in Deutschland. Und hier gucken wir mal auf die Savings, also auf die Sparquote bei den Italienern und die ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Das heißt, die Leute konsumieren mehr. In Italien, sie haben weniger Sparrücklagen, weil sie schlichtweg weniger sparen. Jetzt sollen also faktisch dann, wenn man das übersetzen würde, die deutschen Sparer, die konsumierenden Italiener, die nicht verschuldet sind oder die fast gar nicht verschuldet sind, unterstützen, indem sie deren Staat, der hochverschuldet ist, retten. Das ist etwas, was nicht zusammenpasst, was nicht zusammengehört. Und hier sehen wir nochmal den Medianwert. Der Median-Italiener ist sehr, sehr viel wohlhabender als der Median-Deutsche. Und das ist etwas, was irgendwo nicht zusammenpasst. Dazu dann noch eine Steuergesetzgebung, etwa wie Daniel Stelter hier schreibt, wenn man aus dem Ausland nach Italien zieht, kann man einen Deal machen, egal wie viel man verdient, man zahlt pauschal 100.000 Euro. Also wenn jetzt einer wirklich viele Millionen pro Jahr verdient, dann ist das ein richtig guter Deal. Dann sitzt du in Italien bei Sonne, gutem Essen, sparst dir Steuern und wenn du was zu vererben hast, dann ist das auch viel, viel besser als in Deutschland, wo der Staat ja richtig zugreift. Also da wird der eine oder andere nachdenken. Es ist zum Beispiel auch in Portugal die Lage so, dass Portugal allen wirklich Gutverdienern sagt, du bist 10 Jahre steuerfrei, wenn du hier nach Portugal ziehst und mindestens eine gewisse Zeit lang bleibst. 10 Jahre steuerfrei und ich kenne persönlich 4 Leute, die das jetzt auch machen, die ziehen nach Lissabon, weil sie dieses Angebot eben annehmen und sagen, okay, die Portugiesen spekulieren drauf, dass da Netzwerke von High Potentials sich etablieren, diese Überlegung kann aufgehen. Aber schadet natürlich anderen Ländern. Jetzt gucken wir uns nochmal, und das ist sehr, sehr wichtig hier an, wie schaut es eigentlich mit der Verschuldung aus? Deutschland, Staat 61%, Unternehmen relativ wenig verschuldet, also kein Problem. Die Italiener, hohe Staatsverschuldung, 137%, aber die Firmen 69% verschuldet, nicht viel. Die Haushalte 41% verschuldet, das ist also weniger als die Deutschen verschuldet sind. Ergo, es sind in Deutschland oder es sind in Italien, vor allem ist der Staat verschuldet, aber die Bürger und die Firmen sind nicht verschuldet. Die haben also Potenziale. Jetzt gucken wir uns mal zum Beispiel Frankreich an. Ziemlich hohe Staatsverschuldung. Companies 155, massiv hohe Staatsverschuldung. Und dann vor allem in Frankreich sind es die Firmen, sodass Frankreich faktisch das höchst verschuldete Land ist in der gesamten Eurozone in Relation zum BIP, also deutlich verschuldeter als eben die Italiener. Und jetzt soll auf der anderen Seite aber, wie heute durchgestochen wurde, Frankreich eben zu den Geberländern gehören. Das heißt, es findet ein Wohlstandstransfer zwischen Frankreich und Italien statt, zugunsten Italiens. Das würde mich als Franzose durchaus misstrauisch stimmen. Jetzt ist die Lage in Frankreich ja so, dass das Land faktisch schon fast unregierbar ist, in ziemlich links und ziemlich rechts zerfällt. Frankreich ist für mich der eigentliche Problemkandidat der Eurozone. Das wird oft überhaupt nicht gesehen, aber Frankreich ist nach meiner Auffassung fast so instabil, dass es kippen kann. Italien war immer instabil und ist nie gekippt so richtig. Dementsprechend ist das, glaube ich, eine wichtige Beobachtung. Schuldenspitzenreiter also ist Frankreich. Italien dagegen ist kaum verschuldet, was die Italiener betrifft, aber der Staat Italien ist verschuldet. Niederlande zum Beispiel, da ist es so, sehr hohe Privatverschuldung, aber der Staat ist wenig verschuldet. Also da, wo diese Faustregel gilt, dass dort praktisch, wo der Staat hochverschuldet ist, die Bürger nicht verschuldet sind und andersrum ist typisch hier mit dem Beispiel Niederlande beschrieben. Jetzt gucken wir uns mal hier die Steuerbelastung an. Frankreich hat die höchsten Steuern, noch vor Dänemark, Belgien,
Schweden, dann kommt auch bald schon Italien. Also da ist eigentlich eine hohe Steuerlast, aber die Italiener sind wahrscheinlich sehr geschickt und es ist ein Volkssport, mit den Steuern irgendwie sich zu verstecken, auch wenn die Strafen inzwischen horrende sind. Aber das ist der Grund, warum man damals Berlusconi gewählt hat, weil das war so ein typischer Schlawiner. Misstrauen gegenüber dem Staat, dem will ich nicht allzu viel hier geben. Das ist ja ganz anders ausgeprägt, etwa als in Deutschland. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal die Verschuldung der Franzosen an in Relation zur Europäischen Union in Euro pro Kopf. Die Franzosen sind massiv verschuldet. Wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnet, ist ein Franzose durchschnittlich pro Kopf mit der Gesamtverschuldung 41.000 Euro, die Eurozone durchschnittlich nur 28.000 Euro. Also die Franzosen sind gefährdet und müssen jetzt sozusagen diesen Transfer noch mitmachen. Warum passiert das? Nun ja, vielleicht sogar, weil sie so verschuldet sind, wie Daniel Stelter hier zeigt auch. Also die Franzosen haben ein Interesse, weil sie so verschuldet sind, eben praktisch auch diesen Euroraum irgendwie zusammenzuhalten. Auf der anderen Seite plädiert hier etwa Daniel Stelter dafür, Leute beteiligt, die Bürger, die sozusagen wenig verschuldet sind, an diesen Rettungsplänen, weil faktisch werden jetzt eben die Bürger Deutschlands und der Niederlande belastet, die eben im Median nicht wohlhabend sind und die zahlen die Zeche und das ist ungerecht und wird zu weiterem Unfrieden in der Eurozone führen. Hier sehen wir nochmal Deutschland etwa mit dem Vermögen in Relation zum BIP seiner Bürger sehr, sehr gering. Italien liegt an der Spitze. Das sagte, glaube ich, schon alles. Also, das ein kurzer Entwurf mal, warum das schief geht. Man belastet im Prinzip die ohnehin schon Belasteten und jetzt sollen die Staaten, die wenig verschuldet sind, die hochverschuldeten Staaten, deren Bürger aber kaum verschuldet sind, irgendwie ausbailen. Das wird nicht funktionieren. Der Zweifel und die Zwietracht werden dadurch noch gestärkt. Und ohnehin wird der Markt ausgeschaltet. Das zeigt das Misstrauen der EZB gegenüber dem Markt, der offenkundig unterdrückt werden soll, damit die wahren Verhältnisse von Bonität nicht wirklich sich ausleben können. Eine katastrophale Entscheidung, die schiefgehen wird. Kommen wir kurz noch zum heutigen Geschehen. Es gab heute die PCE-Verbraucherpreise aus den USA niedriger als erwartet. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht für die Aktienmärkte und stützt so ein bisschen meine These, dass jetzt mit der Inflation die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen. Und insgesamt sehen wir, wie zerschossen der Markt schon ist. Wir haben praktisch eine schon sehr weitgehende Kapitulation. Es braucht vielleicht nochmal den letzten Washout der Privatanleger, damit hier was nach oben kommen kann. Aber technisch gesehen sind wir langsam auch mal reif, zumindest für eine Erholung, für eine Rallye, nicht für einen neuen Bullenmarkt. Und warum die Inflation in den USA so langsam vielleicht den Zenit erreichte, das liegt auch an der Lagerhaltung. Die Firmen haben Waren gehortet, eben wegen Lieferengpässen alles genommen, was sie kriegen konnten. Lager sind voll, die müssen geleert werden. Dazu ein Artikel auf Finanzmarktwelt, den ich Ihnen unter dem Video posten werde. Genauso wie das, was uns alle angeht, Verbraucher hingehört, Gaspreis von neuem Anstieg. Uniper hat klargemacht, was da auf uns zukommen kann, dieser deutsche Energiekonzern. Unbedingt lesen, denn das müssen Sie wissen. Und müssen, ein absolutes Muss, ist auch heute Boom und Bust, 19 Uhr. Ich werde Ihnen den Live-Link unter das Video packen. Unbedingt da reinschauen, da geht es um Energieernährung. Wie unsicher ist Deutschland? Die ganze Krisensituation Deutschlands hier mal auf den Punkt gebracht, den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit der einen oder anderen gut gemeinten, vor allem auch grünen Politik. Und abschließend noch ein Hinweis auf Twitter. Da finden Sie die allermeisten Grafiken, die ich insgesamt in meinen Videos bringe. @finanzmarktwelt. Also Boom und Bust gleich, 19 Uhr. Unbedingt reinschauen. Live-Link ist anbei. Und die beiden Artikel, die ich vorhin erwähnt hatte, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao. Morgen Videoausblick, aber kein Marktgeflüster. Ich bin auch mal froh, wenn ich die Klappe halten kann. Habe ja heute schon wieder zu viel geredet und nachher kommt noch Boom und Bust. Ich sage Servus und Ciao.